Shalom und einen wundervollen guten Tag, guten Morgen, guten Nachmittag, wann immer dir diese Botschaft, diese Offenbarung in die Ohren kommt. Ich grüße dich auf diesem Kanal und es geht darum, dein Erbe in Christus anzutreten. Ja, viele Menschen reden davon, dass sie wiedergeboren sind. Viele Menschen glauben an Jesus und an Gott und an ihr Erbe, doch oft ist es so, dass sie dies nicht in Besitz nehmen. Was bedeutet das? Schau, wenn du etwas in etwas Neues übergehen willst, dann muss das Alte sterben. So wie Jesus am Kreuz gestorben ist, muss auch dein altes Ich Vergangenheit sein. Darüber sprach ich schon. Jetzt geht es so, stell dir vor, du ziehst in eine neue Wohnung, dann musst du etwas Altes loslassen, oder? Und oft ist es so, dass genau die Denkweisen und genau die Art und Weise, wie du handelst, dich von dem Neuen abhält, dein Erbe anzutreten. Also, das Neue Testament, dein neues Leben, dein Erbe, von Christus überreicht. Und nun ist es an dir. Was ist wichtig? Was müssen wir bereit sein zu tun, um das Ganze wahrhaftig anzutreten? Also nicht nur zu wissen im Verstand, dass es so ist, sondern es anzutreten und die Werke des Heiligen Geistes, die Werke Gottes, unser Erbe in Christus tatsächlich zu empfangen. Die Gottes Versorgung, die Heilung, all das. Es geht darum, dass wir bereit sein müssen zu kämpfen. Und gestern sprach ich über das Schlachtfeld in uns, über unsere Gedanken und unsere Gefühle. Und genau hier ist es einfach wichtig, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Was bedeutet das aber? Ein guter Kampf ist ein Kampf, der schon gewonnen ist. Und in diesem Wissen darfst du deine Vollmacht in Christus nutzen und sagen, kein schlechter Gedanke hat mehr Platz in mir. Ich bin bereit einzustehen für die Liebe. Für die Liebe, aus der ich geboren bin, für die Liebe, die Gott ist, für die Liebe, für die ich in dieser Welt bin. Hier geht es darum, wirklich auch einmal diszipliniert hinzuschauen, was muss aus meiner Wohnung gereinigt werden? Wo bin ich in einem Muster, wo bin ich gefangen, einfach Dinge zu denken, die nichts mit einem Kind Gottes zu tun haben, die nichts mit einem Erbe zu tun haben, welches die wundervollsten Verheißungen übergeben hat. Kennst du das Wort Gottes wirklich? Hast du die Bibel wirklich gelesen? Hast du verstanden, was darin steht? Oder hörst du einfach nur Predigten, gehst sonntags in die Kirche und übernimmst, was andere Menschen dir sagen? Der Heilige Geist möchte dich lehren, er ist an Jesu statt, in unserer Welt und in uns, so wie es wählen. Im Heiligen Geist getauft zu sein, bedeutet Christus aufgenommen zu haben. Den Heiligen Geist zu empfangen und uns bereit zu erklären, von ihm geführt und von ihm gelehrt zu sein, also von Gott persönlich. Also, es geht darum, dieses Erbe zu leben, anzutreten. Es ist so, als würdest du ein Haus erben und du wüsstest das und würdest nicht einziehen. Hier ist es aber so, dass du dein Erbe in Christus annimmst. Das heißt, du ziehst ein in das Haus, bewohnst diese Räume im Heiligen Geist. Also bereit zu sein, zu kämpfen, ist das eine und bereit zu sein, die Füße auf dein Erbe zu stellen. Also auch bereit zu sein, einmal einzustehen. Die Wahrheit zu sprechen, vor allem die Wahrheit zu leben. Auch darüber sprachen wir schon. Darüber berichtete ich dir, dass es darum geht, für die Wahrheit einzustehen. Die Wahrheit nicht mehr zu verkaufen, sondern tatsächlich zu sagen, ja, ich bin der Nachfolger Jesu. Und ja, Jesus ist die Erlösung und Jesus ist der Weg. Und in vielen Menschen kommt dann ein ungutes Gefühl nach oben. In vielen Menschen heißt es dann, ich weiß nicht, ob ich das sagen kann. Sie werden mich ausstoßen, sie werden mich auslachen. Und doch ist es so wichtig, dass wir das tun,
Denn wie wollen wir das Haus bewohnen, wenn wir nicht bereit sind, hineinzugehen? Wie willst du die Wunder Gottes empfangen in seinem vollen Ausmaß und in ihrem vollen Ausmaß, wenn du nicht bereit bist, sie anzunehmen, wenn du sie ablehnst, weil du Angst hast? Weißt du, die Sache ist die, so oder so geschieht, was Gott geplant hat. Jetzt kommt es nur darauf an, was du daraus machst für dein Leben als Kind Gottes. Lass uns also gemeinsam beten. Lass uns gemeinsam beten für deinen Mut und dafür, dass du dieses Wissen in die Anwendung bringst, ins Leben, um wahrhaftig dein Erbe anzutreten, in Besitz zu nehmen. Die Heilung, die Versorgung, die Liebe, die Gnade, die Befreiung von allem Bösen. Gott Vater, im Namen Jesu möchte ich mein Erbe nun in Besitz nehmen. Ich möchte wahrhaftig als Nachfolger Jesu leben und tun, wozu ich erschaffen bin. Deine Wunder, deine Werke in diese Welt bringen, Gott Vater, sie in meinem Leben begrüßen. Und ich glaube an dich, ich glaube an Jesus. Und mein Leben soll Zeugnis deiner Liebe für deine Kinder sein. Amen. Morgen wird es für dich eine weitere Andacht geben, eine Inspiration und ja, auch eine Hilfe, wie auch du dein Leben unter dem Segen Gottes und vor allem aber in seiner Liebe führst. Im Namen Jesus. Und wenn du dich fragst, wie kann es für mich gehen? Wie kann ich tiefer eintauchen in dieses Glück, in die Liebe? Wie kann ich eine Beziehung zu Gott aufbauen? Dann ja, scheue dich nicht. Schau in die Beschreibungen der Andachten, der Videos und sichere dir dein kostenfreies Seelenmentoring. Ein Gespräch, bei dem erste Blockaden, erste Hindernisse und ja, erste Geister verschwinden müssen, die diese Welt auf dich gelegt hat. Die Schwere, die dein Herz niederdrückt. Denn wo Gott ist, ist Liebe und Frieden. Und den sollst auch du erfahren. Wir freuen uns auf dich.